bin nur noch auf Deutsch. Und das wird noch echt krass, wenn ich dann das zusammenschneide und schaue, was das Wichtigste ist. Und dann synchronisiere. Könnt mir auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben. Ansonsten Spannungsspiel und Spaß. Die Spannung ist eigentlich immer am größten. Ich gehe zu einem Wasserfall hin und dann, wie sieht der da aus? Wie komme ich da hin? Und wenn ich da bin, das ist eigentlich so der Höhepunkt der Geschichte. Wenn ich da bade und ja, dann ist eigentlich nur noch ein bisschen Rückweg oder Abend. Zur Entspannung, Nachspiel. So. Und das ist eigentlich die Spannung in meinem Leben. Oder natürlich, wenn irgendwas sonst ist, was weiß ich, plötzlich geht mein Internet nicht. Wie löse ich das? Wie schnell kann ich das lösen? Und ja, oder da, wo ich am Bodensee dauernd abgeschleppt werden musste, weil ja, die Batterie war halt so leer oft, dass man nicht mal fremd starten konnte. Und wenn ich fremd gestartet worden bin, dann musste ich 30 Kilometer fahren. Und das auch, wo ich Belinda und Urs zu Besuch hatte. Es ist halt einfach, weil der Skoda da keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, dass man nicht vergisst, irgendwas im 12-Volt-Anschluss stecken zu lassen, was lädt. Andererseits, die meisten Leute stecken da halt auch keine Zweitbatterie an, die hernach das ganze MacBook laden kann. Na, ist klar, dass dann die Batterie, die Starterbatterie leer wird. Ich hätte mir da so einen Ladewächter kaufen sollen. Ich wusste nicht, dass es das gibt und ich kenne mich ja nicht so aus mit der ganzen Technik. Ich habe das irgendwann mal entdeckt, nachdem ich den ENIAC bestellt habe. Weiß nicht, durch was ich das gefunden habe, wahrscheinlich durch irgendein anderes Video, auch für Vanlife oder so, Vanlife-Video. Und das Teil steckt man in den 12-Volt-Anschluss und dann steckt man an das Teil dann die Goal Zero an und dann wird so lange geladen, bis die Starterbatterie wahrscheinlich sinkt da die Spannung ab oder so. Keine Ahnung, wie das eigentlich gemessen wird, aber es wird schon irgendwas darauf hindeuten, dass der Ladezustand der Starterbatterie geringer geworden ist. Und das, der Ladewächter sorgt wahrscheinlich dafür, dass da ein Mindestladezustand bestehen bleibt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wird schon irgendwie funktionieren, sonst gäbe es das ja nicht. Ja. Aber es lohnt sich nicht, das jetzt noch zu kaufen. Weil ich bekomme ja Ende des Jahres eh den ENIAC und ich habe dieses Jahr schon so viel Geld ausgegeben. Ich muss die Tasche mal auf die andere Seite tun. Das meiste Geld natürlich für die GoPro. Die habe ich zwar 100 Euro billiger bekommen. Man muss sich dazu einfach nur auf gopro.com ein Kundenkonto machen und dann einfach die E-Mails lesen, die man bekommt. Und wenn dann eine neue GoPro rauskommt, dann wartet man ab, bis man diesen 100-Euro-Rabatt bekommt.
Also nicht festlegen, das muss nicht jedes Jahr so sein bei jeder GoPro so sein, aber ich hatte halt jetzt das Glück. Und ich krieg dafür nichts. Ich würde allerdings was kriegen, wenn ihr die GoPro auf Amazon bestellen würdet. Immer der erste Link in meiner Beschreibung ist der Link. Also ich habe einen Blogbeitrag und da liste ich alle meine Produkte auf. Ich habe das mal neu machen müssen, nachdem ich von Business Homepage auf kostenlose Homepage umgestellt habe. Und ich habe noch nicht alle Produkte wieder drin. Aber ich packe da wieder alle rein, nach und nach. Und egal, was ihr da anklickt, wenn ihr auf Amazon gegangen seid, die nächsten 24 Stunden, egal was ihr auf Amazon da bestellt, bekomme ich ein paar Prozente, Provision, ohne dass ihr da mehr zahlen müsst. Natürlich weniger, wenn ihr nicht die Produkte kauft, die ich empfehle, aber auf jeden Fall sind es ein paar Cent, die ich bekomme und ich bin da auch dankbar. Also wenn ich zum Beispiel Geld am Boden liegen sehe, dann hebe ich das auch auf und putze das dann und weil ja, man möchte sich ja keine Krankheiten holen, aber eigentlich ist es auch nicht viel dreckiger, als wenn man es so von der Kassiererin im Supermarkt bekommt. Ich versuche sowieso Bargeld, wenn es nur irgendwie geht, zu vermeiden. Aber ab und zu braucht man es halt doch. Es gibt zum Beispiel Cafés, vor allem in Italien oder überhaupt auf dem Land, egal wo, die haben immer noch keine Kartenzahlung ab unter 5 Euro schon. Deswegen muss man dann unter 5 Euro mit Bargeld zahlen. Und bei manchen sogar ab 10 Euro erst. Ja. So, jetzt komme ich schon langsam da wieder hin. Zu der Le Place des Loisirs, der Vergnügungsplatz, der Freizeitplatz, die Freizeitanlage. Ja. Ich bin immer noch voll gefressen. Natürlich, ich bin ja auch nur eine halbe Stunde spazieren gegangen. In der Zeit verdaut man gar nichts. Ich habe die SD-Karte von der GoPro voll gequasselt und ich weiß nicht, wann genau die voll war. Ich werde jetzt mich kurz fassen. Also da ist die Staumauer von der einen Seite. Jetzt gehen wir mal da runter und uns diese Freizeitanlage an. Geht es jetzt eben diese Serpentinen runter. Ich hab's. Ich kann die ungekürzte Version auf Monas SUV-Reisen hochladen, sodass ihr das komplette Selbstgespräch hören könnt, sehen könnt. Und für die anderen Kanäle und für Polyglot Mona mache ich gekürzte Versionen, wo ich einfach nur ein bestimmtes Thema rausnehme, über das ich da gesprochen habe und nur zu dem Thema dann das Video ist. Beispielsweise hatte ich ja vor kurzem das Thema Fernbeziehungen, so zum Beispiel. Und dann muss ich die Szenen, wo man nur Landschaft oder naja, mich mit der Landschaft, ohne dass ich rede, sieht. Und die packe ich auch irgendwo hin als Footage.
damit es halt dann zu dem einen Gespräch mit dazu gehört, sozusagen. Also das Blöde ist, wenn ich das alles zusammenschneide und ich war da auch an dem Tag an den Orten, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich geredet habe, dann ist es ja wieder nicht authentisch, aber ja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht eine gekürzte Version haben, die dann auch noch exakt an dem Ort ist, zu dem Zeitpunkt, als ich gequasselt habe. Das geht nicht alles. Aber zumindest, dass es vom Tag her passt oder falls ich tatsächlich eine ganze Woche zusammenfassen sollte, dass es halt zu der Woche gehört. Weil ich meine, viele, die Videos über Themen machen, die machen dann da Videos rein, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wo der da war, sondern keine Ahnung, da sieht man dann, wenn er sagt, ja, und es ist schwer, dass man den Partner vermisst und so weiter, dann sieht man da zwei völlig Fremde, die getrennt voneinander irgendwo hocken und sich gegenseitig vermissen. Aber das ist nur so ein Filmmaterial, was die halt irgendwo gekauft haben. Und es ist schon irgendwo natürlich interessant, weil man sich dann den Inhalt besser vorstellen kann. Aber ehrlich gesagt, die meisten Videos, die ich gucke, wenn ich Inhalt hören will, gucke ich nicht, sondern die höre ich mir an. Und wenn ich ein Video gucken will, wo es um Landschaften geht, dann gucke ich mir das an. Und dann will ich die Landschaften sehen und vielleicht die Person, die da ist und die irgendwas erzählt. Ich bin immer noch so voll gefressen. Oh. Wasser da drin, was so laut ist. Moderne Kunst. Da hinten ist ein Restaurant. Und hier ist wahrscheinlich normalerweise viel mehr Wasser. Ein kleiner Wasserfall. Da darf man ja nicht baden. Aber von da kommt wahrscheinlich normalerweise auch Wasser. Aussichtspunkt hoch, wo ich hergekommen bin. Das schaut normalerweise sicher sehr hübsch aus, wenn da Wasser ist. Und La Maison d'eau, das Wasser, das Haus des Wassers, schaut eigentlich ganz hübsch aus. Wasser. Cool.
weiter hier vor, weil da oben ist ein Haus und ich habe die vorher schon die ganze Zeit reden gehört. Drei ganz wichtige Erkenntnisse der letzten zwei Wochen. Ich mag es ganz, ganz gerne, wenn auf der Seite, die zur Straße geht, eine Decke hier hängt und auch vorne und vorne das Windschutzscheibenabdeckungsding ist. Zweitens, ich mag es sehr gerne, wenn ich vormittags die ganzen täglichen und wöchentlichen To-Dos schaffe und nachmittags mich der Sonderliste an fremdsprachigen Videos widme, wo ich abwechsle zwischen Polyglott, 365 Schritte und Leben im Auto. Und ich freue mich sehr über die Polyglott-Mona-Sache, wo ich dann immer Videos in 6 Sprachen haben werde, verkürzte Versionen auch der Vlogs, die ich demnächst hier mache.